Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu No One Survived. Eine neue Aufnahmesession, worüber ich mich sehr freue. Der Tag bricht an. Warum ist hier das Licht so komisch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bricht der Tag exakt jetzt an. Ich habe extra so lange gewartet, weil es war noch eine Weile dunkel. Ich bin ja irgendwie unrechtmäßig gestorben beim letzten Mal. Deswegen habe ich noch relativ gute, eine gute Verfassung. Ja, heute in dieser Aufnahmesession möchte ich gerne vom Bau mal ein bisschen weg. Wir machen natürlich weiter mit dem Bau, aber aktuell würde ich mich gerne um die grundlegenden Sachen kümmern, wie zum Beispiel Nahrungssuche. Das wurde ja nun schon mehrfach angeprangert. Insofern möchte ich natürlich, dass dem Ganzen auch gerecht werden. Und das Allerwichtigste in einem Survival-Spiel erstmal beschaffen. Also Nahrungssuche, meine lieben Freunde. Außerdem würde ich gerne ein bisschen rumlaufen, ein bisschen schauen. Lass uns mal auf die Map gehen. Wir waren ja im Stream damals schon hier beim Händler und wir waren auch schon beim Flugzeug. Ich erinnere mich allerdings kaum daran. Deswegen wäre es cool, wenn wir das jetzt einfach nochmal machen würden. Hier waren wir auch schon mal in dem Ort, aber nur hier vorne in diesem Supermarkt. Auch das werden wir noch machen. Heute allerdings würde ich gerne einfach mal in die Richtung laufen, gucken, ob es beim Händler irgendwelche neuen Sachen gibt. Nicht nur diese Tiere. Einfach nur mal gucken, was da abgeht. Und dann zum Flugzeug schauen, was wir da so looten können. Unterwegs gucken wir, ob wir vielleicht hier und da einen Hasen legen können, der uns dann wahrscheinlich im Inventar vergammeln wird. Ich habe keine Ahnung. Wir werden mal sehen. Und mal gucken, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Was passiert ist, also wir haben ein neues Update bekommen bei No One Survive. Wir wissen, es ist ein Early Access Titel, wo noch sehr viel dran gearbeitet wird. Da können natürlich auch immer Sachen passieren. Es können auch tatsächlich Save-Files nicht mehr spielbar sein irgendwann. Das wissen wir halt alles noch nicht. Es ist, wie gesagt, ein Early Access. Auf jeden Fall wurden ein paar Sachen hinzugefügt, und zwar ein paar Zombies, die mir jetzt schon Angst machen, wenn ich mir nur durchlese, was für Zombies das sein werden. Also es sind verschiedene Arten von Zombies jetzt hinzugefügt worden. Auch explosive Zombies, extrem schwere Zombies, also Soldier-Zombies, Krankenschwestern, so wie bei 7 Days to Die, Zombie-Animals. Das ist natürlich auch ein Thema. Das heißt, wir jagen dann vielleicht irgendwelche Animals, irgendwelche Tiere, und die können wir dann nicht essen, weil es Zombies sind. Also auch wie bei 7 Days to Die. Also schon so ein bisschen quasi übernommen, würde ich sagen. So, das haben wir. Mir ist heiß. Ah ja, okay. Das heißt, ich ertrage. Was habe ich denn an? Moment, lass mal ganz kurz noch mal schauen. Handschuhe? Nein. Ich habe eine Hose und eine Jacke an. Okay, wenn ich die Jacke ausziehe, bin ich aber relativ nackt. Deswegen lasse ich das mal lieber. So. Dann schlage ich vor. Ich habe meinen Bogen eingepackt. Ich habe die 9 mm-Knifte eingepackt. Und ich habe noch die beiden Speere, die da auf dem Boden lagen, in der Bude, mit im Gepäck. Und dann schauen wir mal, wie wir uns hier durch die Wildnis schlagen. Wir laufen jetzt einfach mal geradezu. Gucken mal, ob wir das überleben werden. Oh mein Gott, mir ist aber wirklich heftig heiß, ne? Warum ist mir denn so heiß? Ich habe sogar Wasser bei. Nice. Das heißt, wenn ich jetzt so doll sprinte, nicht so gut, ja? Wo habe ich die Temperatur? Sehe ich die irgendwo? Hm. Nun ja. So. So, da vorne war nur so. Was ist das da? Das war doch nur so ein Gebäude, was man hätte noch verwenden können, ne? Ich darf nicht so doll laufen, Mist. Das hätte man auch als Bauwerk nutzen können, glaube ich, ne? Da hätten wir vielleicht auch eine kleine Hordenbase bauen können. Zumindest kann man sich hier so ein bisschen abschotten. Finde ich, by the way, richtig nice, das Teil hier. Das ist echt cool, ne? Das ist wirklich cool. Sag mal, haben wir in der Helligkeit irgendwas? Mir ist so, als ob wir irgendwas in der Helligkeit eingestellt haben, aber ist alles gut, ne? Mal kurz gucken.
Blutige Amputation. Ach, die kann man ausstellen. Gut, na dann weiter. So, da ist auch noch so ein Ding. Wofür sind die da? Wahrscheinlich für einen PvP-Modus, könnte ich mir vorstellen, dass man sich hier so ein bisschen, dass man so ein bisschen PvP spielen kann. Ey, sag mal, was ist denn mit dem Bild? Haben wir gerade Hitzewelle? Ich glaube, ich muss die Jacke ausziehen. Mal. Was ist hier los? Was ist hier mit dem Wetter? Dieser Nebel. Sind wir jetzt bei Miss Survival? What is happening? Ist das eine Hitzewelle? Hä? Ach, hier ist oben. Jetzt sehe ich erstmal rechts, steht ja alles. 32 Grad Sommer. Warte mal, ich versuche mal. Aber wenn ich die Jacke ausziehe, bin ich nackig. Vielleicht ist es trotzdem besser. Ich habe noch nicht mal Schuhe. Immer noch nicht. Aufsammeln? Was war das? Achso, Kräuter. Ja, die vergammeln mir eh. Ja, ich nehme die trotzdem mit. Was ist das hier? Sind das Sporen? Irgendwelche Pusteblumen-Geschichten. Was ist da los? Warum sehe ich nichts? Warum ist hier so ein Nebel? Tausend Fragen schon wieder. Gut, wir laufen einfach weiter. Wir sind gleich beim Händler. Dann gucken wir mal, was er so anbietet. Ich vermute immer noch Tiere, Schweine und sowas. Machen wir mal in dieser Session so ein bisschen einen Check, was hier in der Nähe so ist. Ist übrigens Tag 14. Wir haben noch 6 Tage Zeit, um die Hordenbase wieder klar zu kriegen. Oh, Pilze. Aber wenn das nicht klappt, dann ist das so, ne? Also es ist ein bisschen. Ich hab's ja schon hochgedreht, aber vom Zeitfaktor her doch ein bisschen tricky, das alles zu bauen, ne? Wenn man auch nebenbei noch ein bisschen sich umschauen möchte. Nun ja. So, hier ist noch so eine Holzbude. So ein kleiner Unterstand. Hilft das vielleicht bei Hitze? Nein, jetzt kriege ich auch noch Durst. Also, Pilze nehme ich direkt mit, falls wir Hunger kriegen. Die helfen mir zwar nicht so heftig doll, aber so ein bisschen. Aber man sieht auch nichts, ne? Ein paar Steine nehme ich noch mit, falls wir noch ein Werkzeug brauchen. Festgewachsene Steine. Ich würde furchtbar gerne in die First Person gehen. Aber das kann man nicht einstellen. Vielleicht kommt das irgendwann noch dazu. Das wäre ganz cool. So, oh Gott, ich bin völlig falsch. Oh nein. Wenn wir irgendwo einen Hasen sehen sollten, versuche ich den natürlich zu töten, aber das ist. Nun ja. Bin vorbeigelaufen. Huch. Und es soll auch Horden geben. Also jetzt nicht nur die klassischen Horden, immer alle 10 Tage jetzt bei mir, aber auch Wanderhorden, so wie bei 7 Days. Da vorne ist der Händler. Let's go, let's go. Vielleicht hat er ja was zu essen für uns. Dann können wir noch ein paar Steine sammeln und eintauschen. Nee, ist nicht der Händler. Mist. Das ist nur so eine Holzbude. Ich finde die wirklich schick. Bin vorbeigelaufen. Wo ist er? Da. Da ist er. Oder sie. Wie hieß sie noch? Rebecca oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ist schon zu lange her. Ah, jetzt ist ein Typ. Nee, ist eine Frau. Hallo!
Maria, ach ja, Maria. Ich möchte einen Deal mit dir machen. Ich habe hier ein paar gute Sachen für dich. Ich möchte Fähigkeiten von dir lernen. Das würde ich gerne mal. Ich möchte von Ihnen lernen Schneiderei. Ich will von Ihnen lernen Waffenherstellung. Lernen Schneiderei. Eine Klasse. Wir haben noch keinen Schneiderei, ne? Nee. Und Waffenherstellung können wir auch bei ihr lernen. Aha, okay, warte. So, Verbrauchsverhältnis 20. Beziehung 0. Wie können wir denn jetzt die Beziehung mit ihr vertiefen? Wahrscheinlich brauchen wir hier diese Punkte, ne? 20, 40, 60, 80, 100, alles klar. Ich möchte was anderes lernen. Waffenherstellung. Ich will dir das nicht beibringen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal. Warte mal, was ist denn das hier? Ja, mit dem Wetter, Leute. Das ist ein Sonnensturm. Ganz komisch. Kann ich bei dir rein? Was ist denn das für ein Wetter? Okay, wir müssen uns irgendwie mit ihr anfreunden. Ich möchte mit dir einen Deal machen. Was hast du denn so? Apfel? Orange? Kaffeebohnen? Maiswein? Zeitschrift für Motivation? Blumensamen, kleiner Hahn. Schweine. Mutterschaf und Eier. Zigaretten für Motivation. Oh, Zigaretten sind gut für Motivation, Leute. Hallo? 32 Grad. Was ist das für ein. Ich würde gerne wissen, was das für ein Wetterereignis sein soll. Also einfach ein Sturm wahrscheinlich. Die Grafik sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus. Ich finde. So, was können wir denn noch machen mit dir? Abbrechen? Beziehungswachstum, wenn ich dir was gebe. Null. Ah, mit der Jacke kriege ich vier. Das heißt, ich gebe ihr Sachen, coole Sachen. Wir looten ja sehr viel. Das können wir ihr alles geben, was wir jetzt so looten und was wir nicht brauchen. Und dann können wir bei ihr Sachen lernen. Das ist nice. Ich mag das. Das gefällt mir sehr. Okay. Okay. So, ich laufe mal weiter. Wir laufen jetzt mal zum Flugzeug und müssen uns dort verteidigen. Mir ist heiß. Wir haben Sonnensturm. Warte mal, ich gehe mal hier zu der Bude. Ausdauer ist richtig weit unten. Oh mein Gott. Also hier sind wir scheinbar ein bisschen geschützt, weiß ich nicht genau. Das ist ja krass. Grad. Ja, yeah, okay. Wann hört das auf? Wow, die Pilze sind insane. Naja, besser als nichts, ne? So, was machen wir jetzt? Wenn wir da jetzt hinlaufen, ich sehe gar nichts. Ich sehe einfach nichts. Achso, durch den Durst habe ich Ausdauer verloren, ne? Okay, ab zum Flugzeug. Wir versuchen es einfach mal. Aber wenn ich die nicht sehe, sehen die mich auch nicht, ne? Oder so. Ich würde schon lieber die Jacke anziehen. Ich glaube, da bin ich ein bisschen besser geschützt als jetzt hier im Bikini. Ist ja grauenhaft.
das nicht ein bisschen Overdose gerade, das Wetter? Falsche Richtung. Da lang. Vielleicht können wir uns im Flugzeug ein bisschen schützen. Das ist natürlich doof, wenn man nichts sieht, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo da einer rumläuft und wo nicht. Da vorne ist einer. Ich weiß nicht genau, ob ich das hinkriege mit meiner Ausdauer. So, warte. Wir machen mal Folgendes. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das denn? Der Hammer ist ja geil. Liebe den Hammer. So, ist da noch einer? Ich würde jetzt erstmal hier fix reingehen. Ein Hase, ja, nur ist zu spät. So. Oh mein Gott. Oh. Ach du Scheiße. Was ist denn mit dem Wetter, Leute? Was ist denn da? Oh. Oh. Kleine Plastikflasche. Dosenfleisch in Honigsoße. Lecker. Da nehme ich doch gerne was von mit. Was haben wir hier noch so? Irgendwelche wichtigen Sachen, maybe. Gar nichts. Okay, cool. Cool. So, ich check erstmal die Lage noch ein bisschen. Was haben wir hier noch? Eine Zeitschrift für die Motivation. So ein Wasserhahn. Oh, da unten. Guck mal, was da denn? Oh. Okay, also im Stream tatsächlich habe ich mich gar nicht so richtig umgeguckt. Oh mein Gott. Große Plastikflasche. Okay, jetzt habe ich hier noch so einen heftigen Rucksack. Den kann ich aber nicht mitnehmen. Ist der besser als meine aktuell? Meine ist ein bisschen kaputt. Ich packe ihn erstmal. Kann ich? Ah, den kann ich ja nicht einpacken, ne? Ja, das stimmt. Das war ja immer so. Nun. Okay, ich gucke nochmal, ob hier irgendwo ein Buddy ist. Geh doch mal dahin. Ah, hier kann ich nicht einsammeln. Toll. Cool, cool. Cool. Da sind Schuhe. Ich habe Schuhe gesehen. Wechsel, was? Was ist denn ein Wechselrichter? Was ist das? Oh mein Gott. Ich habe Schuhe. Meister der Waffenband 3. Verwenden. Weiß ich noch nicht, weil Band 3, ich muss wahrscheinlich erst Band 1 und 2 finden, ne? Zeitschrift. Oh mein Gott, hier gibt es ja richtig viel Stuff. Das ist ja geil. Dosenfleisch noch mal ein bisschen. Kleine Plastikflasche. So, warte mal ganz kurz. Haben wir noch genug Platz? Ich glaube, ich ziehe die Klamotte wieder an. Aber die ist zu warm, ne? Im Notfall ziehe ich die Klamotte wieder an. T-Shirt? Oh ja! Oh ja, oh ja, oh ja, T-Shirt.
T-Shirt ist besser für den Sommer. Medizin plus 40. Maschinenbau plus 30 verwenden. Was zum Teufel ist das? Warum ist das so? Warum gucke ich mich von innen an? Was? Das ist grauenhaft. Geh mal kurz raus. So, danke. Ich kann noch mal Maschinen. Hä? Moment, ich muss gleich mal was gucken. Okay, das ist cool. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel Fortschritt ich gemacht habe jetzt mit Maschinenbau. Aber, oh, ist noch ein Koffer. Okay, Flugzeug ist insane. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. So, wir haben eine kurze Hose. Die würde ich gerne anziehen. Die würde ich gerne anziehen. Verteidigung plus 10. Moment. Verteidigung plus 10. Die hat plus. Die ist natürlich um einiges besser. Aber hitzebeständig minus 25. Das ist natürlich ein großes Thema. Wünsche, ich hätte noch einen zweiten Rucksack. Aber die Hose kann ich jetzt unmöglich. Ich lasse sie erstmal im Inventar, Leute. Naja. So, weiter geht's. Den kann ich ihr doch geben, oder? Der Tante. Muss ihn ein bisschen zusammenpacken. Bin sehr froh, dass wir so viele Wasserflaschen gefunden haben. So. Kann ich hier noch irgendwie? Ja. Nein. Moment. So, ich trinke mal was. Okay, dann haben wir den Werkzeugkasten. Den können wir ihr geben. Ich vermute vielleicht, wenn wir ihr den Werkzeugkasten geben, dass wir dann vielleicht auch ein bisschen uns befreunden. Das wäre sehr, sehr nice. Noch ein T-Shirt. Fünfzehn, fünf und 12. 15, 10 und 15. Aber Hitzebeständigkeit ist halt ein Thema, ne? Kältewiderstand. Oha. Ja, gut, da müssen wir wohl nochmal wiederkommen. Hilft ja nicht. So, Plastikflaschen können wir nicht genug haben, muss ich jetzt mal so sagen. So, wir suchen jetzt einmal nochmal durch. Braucht das, Leute. Warte mal, haben wir 9 mm Patronen? Was habe ich noch für Waffen? Ich weiß nicht, welche Waffen wir noch haben. Die 7,26, 5, die lasse ich mal hier. Die lasse ich auch erstmal hier. Ich nehme mal die 9 mm Patronen jetzt mit. Diese weiße, ich habe keine Ahnung, welche wir brauchen. Wir kommen einfach nochmal her, würde ich sagen. Das nimmt ja hier gar kein Ende. Mit dem Wagen. Dietrich. Werkzeugkasten. Okay, wir sind voll. Was soll ich sagen? Wichtig ist, wir haben jetzt Nahrung gefunden. Ist hier noch irgendwas Spezielles? Ich würde noch mal auf die Seite gehen wollen. Hier so ein Riegel. Kaffeebohnen lasse ich mal hier. Dietrich, Patronen.
Aluminium. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Und ich werde langsam müde. Aber wir gucken. Oh, hier ist noch eine Knifte. Den brauche ich nicht. Hier gibt es noch einen fetten Topf. Scharfschützengewehr, Leute. Okay, das ist zu groß. Es ist zu groß. Ich nehme meine Dinger wieder mit. Ja, also wir bräuchten tatsächlich einen Wagen. Oh, warte mal. Schuhe. Geschwindigkeit 25, 2, 6, minus 3. Die Schuhe will ich haben, ne? Für den Winter. Wir kommen noch mal her, Leute. Wir kommen einfach noch mal her. Ich denke mal, dass die spawnt nicht, oder? Ich hoffe, dass die spawnt nicht. So, okay. Leutings, wir werden jetzt nach Hause laufen. Das ist natürlich ein weiter Weg. Das ist mir bewusst. Wir gehen jetzt erstmal noch mal fix zum Händler. Oh, hier gibt es noch so viel, ne? Oh, ich will das Scharfschützengewehr wäre schon nice. Müssen wir echt mit dem Wagen herkommen? Können wir ja machen, ne? Ich meine, was spricht dagegen? Dann packen wir uns da noch einen Rucksack rein, der hier rumliegt. Also die Frage ist jetzt natürlich, despawnt alles, was wir jetzt aufgemacht haben? Oder können wir das getrost am nächsten Tag noch holen? Dann würde ich das gerne machen wollen, weil ich muss was trinken. Oh, so nice. Danke nochmal für den Hinweis mit dem Flugzeug. Das habe ich unterschätzt, weil ich tatsächlich mich noch an den Stream zurückerinnert habe. Und da war jetzt nicht so viel. Es war aber auch dunkel, glaube ich. Ne? Es war extrem dunkel. Und insofern haben wir da gar nichts gesehen. Ich krieg gerade Panik. Was war das? Oh Gott. Ein Deer. Kacke. Ich treffe nicht mehr. Lauf mal. Lauf mal hin. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie viele Pfeile der braucht. I don't know. So, wir laufen mal weiter. Habe ich natürlich ganz viele Pfeile verbraten. Ne? Das ist so ungünstig. So. So, die Energie geht langsam runter. Ich gucke jetzt mal, ob ich ihr einen Werkzeugkasten geben darf. Möchte dir was schenken. Gucke mal. 6 Punkte. Gebe ich ihr, ne? Was ist das hier? Wechselrichter. Ist das was fürs Auto vielleicht? Können wir damit unser Auto reparieren? So, was kann ich dir noch geben, Schatz? Maria. Hergeben. Jetzt haben wir Beziehung 6 und wir brauchen 20, um nähen zu lernen, ne? Okay, das heißt, wir werden jetzt nach Hause laufen, weil es wird eh langsam Abend, deswegen wäre es gut, wenn wir nach Hause laufen würden. Lauf mal fix in die Richtung. Wir werden nach Hause laufen, werden dort die Nacht verbringen, werden noch was essen, werden uns Wasser abkochen für die ganzen Flaschen, die wir jetzt haben. Und wir werden gucken, dass wir morgen mit dem Wagen runtergehen zum Flugzeug. Dann nehmen wir uns den Rucksack noch mit, wenn er noch da ist, und packen alles ein, was wir dort finden. So, das ist das, was ich möchte. Aber jetzt erstmal fix weg. So.
Genau, dann machen wir das Flugzeug einmal fertig. Ich will unbedingt das Gewehr haben. Let's go. Hoffe, hier kommt jetzt keiner. Können wir eigentlich Fackeln bauen? Ich muss noch mal gucken, ob wir irgendwie so eine Standfackeln bauen können oder sowas. Für unsere Base, für nachts. Das wäre ganz cool. Naja, okay, ihr Lieben, würde ich sagen, das war diese Folge und der Plan steht für die nächste Folge. Wir übernachten erstmal eine Runde, packen unser Zeug so ein bisschen weg, organisieren uns etwas. Dann nehmen wir unseren coolen Wagen mit und gehen nochmal zurück zum Flugzeug. Wir packen aber in den Wagen noch ein paar Sachen, die wir vielleicht so erstmal nicht brauchen. Ich guck mal, was wir noch so haben und geben das der Maria, damit wir dort Sachen lernen können. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Einfach mal den ganzen Scheiß, den wir nicht benötigen, ihr schenken. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.